Hi und damit willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Venues hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer schauen wir uns zuerst an, was sich vergangene Woche alles Spannendes in der Tech-Szene ereignet hat. 3 bis 4 schnelle News und dann erzähle ich euch, wie es hier im Vanlife weiterging. Wen die genauen Quellen der News interessieren, schaut auf jeden Fall mal bei Cashys Blog in der Videobeschreibung vorbei. Jetzt geht's los mit der heutigen Ausgabe. Ganz viel Spaß. Microsoft hat endlich das lang erwartete Xbox-Headset vorgestellt. Das ist zu haben ab dem 16.03. für einen Preis von 99,99 Euro. Also 100 Euro müsst ihr rechnen fürs neue Headset. Ihr seht mal gerade ein Bild und ein Video eingeblendet. Wir schauen uns gleich mal die Specs noch ein bisschen an. Ich würde sagen, es wirkt auf jeden Fall wertig. Lässt sich per Bluetooth mit euren neuen Konsolen oder auch mit euren Windows 10 Geräten verbinden. Ja, Preis würde ich sagen, geht auch in Ordnung. Microsoft hat gesagt, dass hier wirklich extrem auf das Klangbild geachtet wurde. Ich bin gespannt letztendlich, wie das Teil sich in echt anhört. Werde ich auf jeden Fall auch mal testen. Der integrierte Akku reicht für 15 Stunden und es ist auch eine Quick-Charge-Funktion mit am Start. Das heißt, mit nur 30 Minuten Laden habt ihr wieder 4 Stunden. Was super gut ist, USB-C natürlich als Auflademöglichkeit. Die Lautsprechergröße liegt bei 40 mm und das Gewicht beträgt 312 Gramm. Ich denke, das geht auf jeden Fall noch in Ordnung, denn es ist auf jeden Fall auch wichtig natürlich, wenn man ein Headset lange auf dem Kopf hat beim Zocken, dass es halt nicht zu schwer wird, und ich denke, das geht mit den 312 Gramm auf jeden Fall noch in Ordnung. Meinung auf jeden Fall mal zur Optik, weil mehr können wir ja bisher darüber noch nicht sagen, aber zur Optik mal in die Kommentare, wie gefällt euch das Design? Mein Geschmack haben sie absolut getroffen. Kleine Quick News zu einem neuen, super interessanten Produkt, welches ab dem 25.02. bei Aldi Süd erhältlich ist. Und zwar ein 82 Zoll Fernseher, 2 Meter groß, 82 Zoll für 1100 Euro. Ziemlich krass, wir schauen uns die Specs mal kurz an. Das Teil nennt sich Medion X17882 und wird ca. 15 Tage Lieferzeit benötigen, sobald ihr es eben bestellt habt dann. Die Auflösung beträgt 3840x2160 Pixeln. Es ist die übliche LCD-Technik mit LED-Hintergrundbeleuchtung vorhanden. High Dynamic Range, also HDR, ist ebenfalls mit am Start. Die Helligkeit beträgt 350 Candela pro Quadratmeter. Wenn ich mich noch richtig erinnere, war das, glaube ich, auch die Helligkeit beim Mi TV 4S, welchen ich ja auch mal getestet hatte. Auch ein Smart TV, und da, den hatte ich, glaube ich, ein Jahr oder so fast im Einsatz. Ging mega klar, die Helligkeit. Also ich denke, das sind alles Werte, die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier sehe ich gerade noch das kleinere Modell, das X16596 mit 65 Zoll, ist für knapp 580 Euro zu haben. Ist auf jeden Fall ein Hammerteil. 82 Zoll für 1100 Euro, geht in Ordnung. Meinung in die Kommentare, würdet ihr da lieber auf einen Beamer setzen oder ist so ein Riesenfernseher schon auch was Geiles? Ich glaube, das kann auch schon ziemlich, ziemlich krass wirken. Xiaomi hat ja erst kürzlich in Düsseldorf einen eigenen Shop eröffnet, und jetzt gibt es nochmal bessere News für alle Xiaomi-Fans da draußen. Die Europazentrale von Xiaomi soll auch nach Düsseldorf kommen, also dort soll wirklich dieser Hauptstandort von Europa entstehen. Ziemlich krass, es gibt noch keinen genauen Zeitplan, und es ist eh heftig, finde ich, weil Xiaomi kam ja erst jetzt relativ spät zu uns nach Deutschland, war in anderen Nachbarländern schon viel verbreiteter. Bei uns hat man die Geräte eigentlich nur per Import über irgendwelche Händler bekommen. Mittlerweile sind sie natürlich, wie gesagt, auch bei uns offiziell da, und jetzt eben so schnell die Entscheidung, dass hier in Deutschland die Europazentrale entsteht. Ich bin gespannt, ob dann auch der Store nochmal größer wird und was da alles in Zukunft auf uns zukommt. Kleine interessante News zu Google Maps, aber vorerst, ihr könnt es euch wie immer denken, nur in den USA verfügbar. Die ganzen Features werden dort immer erstmal gestreut, und bis sie dann bei uns ankommen, manche kommen nicht mal an, ja, dauert es immer noch ein Weilchen. Ich habe euch ja vor einiger Zeit auch schon mal von den Blitzererkennungsmöglichkeiten in Google Maps berichtet. Die sind irgendwie bei uns in Deutschland immer noch nicht so richtig da, aber ich bin ja jetzt hier nach Griechenland gefahren, durch Bulgarien, da war es auf jeden Fall so, ich glaube Slowenien auch, und hier in Griechenland selbst, wenn wir hier mit Maps gerade rumfahren, da wird jeder Blitzer wirklich angezeigt, und auch per Signal wird man nochmal akustisch darauf hingewiesen, dass jetzt gleich ein Blitzer kommt. Also wie gesagt, hier im Ausland funktioniert das Ganze, bei uns in Deutschland gibt es da bestimmt irgendwelche rechtlichen Probleme. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt eine neue Funktion, wie gesagt, in den USA, und zwar könnt ihr bei den Parkautomaten sehen, ob die eben mit Google Pay funktionieren, dass ihr da direkt per Google Pay zahlen könnt, was ja eigentlich eine ziemlich coole Option ist, gerade wenn man vielleicht mal irgendwie kein Kleingeld hat oder seine Kreditkarte nicht dabei hat oder sonstiges, dann weiß man eben, okay, bei diesen Parkstationen, bei diesen Parkmöglichkeiten kann ich trotzdem auch mit meinem Smartphone oder meiner Smartwatch einfach bezahlen. Auf jeden Fall ein praktisches Feature und ja, bestimmt in Zukunft immer mehr und mehr im Kommen, das Ganze. Das war's auch schon, würde ich sagen, mit den Quick Tech News hier diese Woche. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen, was die Woche bei uns abging hier in Griechenland, was der Plan ist, wo wir gerade sind und ja, wie es hier weitergeht.
Also wir sind jetzt, ich glaube, schon seit fast 10 Tagen am selben Stellplatz, weil wir hier andere Vanlifer kennengelernt hatten und es einfach eine Traumbucht hier ist. Ich nehme gleich mal die Kamera und schwenke hier einmal für euch. Oder seht ihr jetzt eingeblendet, das ist der Strand da unten. Mega, mega schön gewesen. Wir haben hier echt so ein bisschen mal, sind wir jetzt angekommen, so nach der ganzen Reise, haben ja die Zeit ein bisschen genossen. Ich habe die letzte Woche fast jeden Tag investiert in die Roomtour für den Van, denn die folgt natürlich jetzt auch schon. Ja, da bin ich immer noch dran an dem Video. Heute werden noch ein paar Drone-Shots da gemacht. Wir werden auch heute weiterziehen nach dieser langen Zeit jetzt. Unser Herz blutet schon ein bisschen, denn ja, wir haben uns echt gut angefreundet eigentlich mit den anderen, aber wir wollen jetzt letztendlich auch mal weiter und was Neues sehen und gucken, wo es uns hintreibt. Wir sind aktuell noch bei Astakos, das ist so an der Küste und da an so einem Park for Night Platz hier, wo wir stehen. Plan ist es jetzt nach Lefkada zu gehen. Lefkada ist wie so eine Art Insel, ist zwar verbunden per Brücke und es gibt glaube ich auch einen Tunnel irgendwie so unter Wasser oder sonstiges. Ganz crazy fahren wir nachher hin, aber ist auf jeden Fall eigentlich eine Insel. Die ist auch super winzig, ich glaube 12 Kilometer in der Breite und in der Länge irgendwie 20 Kilometer oder 30. Also echt sehr, sehr klein. Da werden wir die nächsten Tage verbringen. Dort habe ich auch einen Campingplatz als Adresse angegeben für ein paar Produkte, die ich noch erwarte. Ich hoffe, das klappt alles. Hier mit der aktuellen Situation in Griechenland haben die anderen schon gemeint, mit Paketen zu bekommen. Na, ist eher nicht so zuverlässig. Soll ich mir mal nicht zu viel Hoffnung machen, aber ich hoffe, es klappt, denn da kommt natürlich auch noch ein neues E-Bike an, was ich für euch testen werde, worauf ich auch schon übel Bock habe. Noch ein neues Fido-Bike, das noch gar nicht auf dem Markt ist und ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Ding. Aber ja, hoffentlich kommt es an. Genau, da werden wir hinfahren. Ansonsten schauen wir mal, wir werden ja danach nach Albanien gehen. Ich denke, wir werden da sogar schon relativ früh rüber gehen, denn zum einen ist dort Essen gehen ultra günstig und dort kann man immerhin noch so ein bisschen essen gehen. Also da hat nicht alles ganz zu, haben wir gegoogelt. Das natürlich auch alles mit Masken und so weiter, aber wir haben Bock auf geiles, günstiges Essen. Macht auch ultra Spaß im Van natürlich viel zu kochen, aber ja, wir sind sehr angetan, glaube ich, von dem Land. Wir haben auch viele Empfehlungen schon von Freunden, die da schon waren, dass wir da unbedingt mal hin sollen nach Albanien. Und ja, das ist so der nächste Stopp. Falls da einer irgendwie eine Empfehlung hat oder so, was wir uns in Albanien auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollen, dann gerne in die Kommentare damit. Kurz, wir werden auf jeden Fall auch dort versuchen, viel an der Küste zu sein, denn wir wollen beide einfach ja, das Meer genießen, sag ich mal. Falls einer irgendwie noch auch einen Tipp hat zu heißen Quellen, da sind wir echt auf der Suche gerade. Wir haben auch schon ein bisschen gegoogelt, aber falls einer was weiß, in Griechenland oder Albanien irgendwelche heißen Quellen, die man irgendwie besichtigen könnte, weil das wollten wir unbedingt mal machen, haben wir beide noch nie gemacht hier und dachten, das ist auf der Reise mal ein guter Zeitpunkt. Dann, wie gesagt, auch damit den Vorschlag gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch danke, dass ihr das letzte Video zum Dieselofen so krass geschaut habt. Ich glaube, es hat schon über 30.000 Aufrufe. Mega. Findet ihr hier nochmal verlinkt, falls ihr es verpasst habt. Und ansonsten bleibt auf jeden Fall gespannt. Die Roomtour wird, wie gesagt, mein aufwendigstes Video, was ich, glaube ich, je gedreht habe. Ich stecke da richtig viel Zeit rein, auch nochmal in den Schnitt, in die ganzen Aufnahmen und alles Mögliche. Da steckt schon sehr viel Zeit drin. Aber wie gesagt, da lasse ich mir auch nochmal gut Zeit, damit das auch wirklich ein schönes Video für euch wird. Denn das war wirklich so jetzt ja mein großes Projekt, die letzten 5 Monate hier dieser Van. Und der Abschluss mit dem Video soll natürlich auch ja, passend sein. In dem Sinne, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Lasst mir gerne ein Like und auch ein kostenloses Abo hier auf dem Channel da, damit ihr auch zukünftig keine Videos verpasst. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Ciao, ciao.